Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Der Schluss klingt ja ein wenig gruselig mit diesen verzerrten Stimmen, aber sonst kam die Nummer ja recht locker daher. Das war das Solo-Projekt Suncastle mit dem Track Rodanza und der kam zusammen mit dem neuen Album Basecamp bei Triplicate Records heraus. Download eben da, bei Bandcamp und bei allen bekannten digitalen Anbietern. Die Links dazu stehen euch in meinen Shownotes auf meiner Homepage extrachill.de zur Verfügung. Ich begrüße euch, liebste Zuhörer, zum ersten musikalischen Adventscafé in diesem Jahr. Heute am 1. Dezember 2019. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht und der vorweihnachtliche Plätzchenteller steht in Griffweite. Akustische Untermalung bekommt ihr jetzt von mir in Form dieser 312. Episode von Extra Chill. Beim letzten Mal gab es recht wenige Neuvorstellungen. Heute sieht die Bilanz besser aus. 5 neue Namen treten gegen 3 Urgesteine dieses Podcasts an. Mit Suncastle hatten wir ja bereits einen davon auf der Playliste. Das erste Songpaar ist 2 neuen Künstlern gewidmet. Wir starten mit dem Produzenten Zoran Zlatkowski, der unter dem Namen Psychos Musik macht und mit seinen Tracks auch live auftritt. Ich entdeckte sein Album Ethno Works Volume 1 beim deutschen Netlabel Subbase, das in der Vergangenheit immer wieder mit starken Ethno-Electronica-Tracks auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir hören gleich das Stück Dust in the Wind. Danach reisen wir nach Russland zum Projekt
R. Herz, geschrieben R.HZ. Das R steht für den Vornamen des Künstlers, nämlich Roman, und HZ für die physikalische Einheit für Frequenzen, benannt nach Heinrich Herz. Roman ist mir mit seiner Musik schon seit geraumer Zeit positiv aufgefallen und heute klappt's dann endlich mit seinem Extra-Chill-Debüt. Wir hören sein Werk Dub Rhythm. We'll be right back.
aus der beliebten Rubrik Bekannte Compilations neu angehört. Das war Our Hearts mit dem Stück Dub Rhythm und das stammt aus der Future Echoes 2019 Compilation vom Netlabel Cold Fiction Music. Mehr daraus könnt ihr in Episode 310 hören. Davor gab es einen spannenden Ethno-Electronica-Mix auf die Ohren in Form des Tracks Dust in the Wind vom Neuzugang Psychos. Links zu allen Künstlern sind ebenfalls in den aktuellen Shownotes eingetragen. So, es steht 2:1 neu gegen alt, aber das Verhältnis dreht sich nun mit den Gästen des zweiten Song-Doppelpacks, denn wir kennen die Soloprojekte Faserklang und Pandacetamol bereits von früheren Auftritten in diesem Podcast. Wir starten mit Faserklang aus Deutschland und seinem Electronica-Stück Weightless. Song und der neue Longplayer Easy Mind sind wieder bei Cyan Music herausgekommen. Es freut mich sehr, dass Marco und Jana diesen talentierten Musiker halten konnten. Spricht ja für Vertrauen auf beiden Seiten. Im Anschluss statten wir dem Kavi Collective einen Besuch ab. Grund dafür ist das neue Album von Pandacetamol mit dem Namen Driftwood. 10 Tracks sind darauf zu finden, unter anderem auch das Stück Down Where It's Wetter, was ja ein wenig mit der Treibholz-Thematik zu tun hat. Thank you.
Ich weiß leider immer noch nicht, wer sich hinter dem Namen Pandacetamol verbirgt. Bislang ist dieses Projekt nur als Remixer in Erscheinung getreten. Das gehörte Stück Down Where It's Wetter ist die erste Eigenkomposition hier bei Extra Chill. Runterladbar unter kavicollective.bandcamp.com gegen Geld oder für lau. Denkt daran, dass ihr mit dem Kauf der Musik einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Netlabel-Kultur leistet und auch Podcasts wie Extra Chill unterstützt, denn ich bin auf freie Musik für meine Show angewiesen. Vor Pandacetamol hörten wir den inzwischen dritten Auftritt von Faserklang. Das Stück Weightless gibt's unter cyan-music.com und gegen eine Spende bei Bandcamp. Mich bzw. Extra Chill könnt ihr auch direkt unter die Arme greifen, indem ihr mir Geld auf mein PayPal-Konto spendet. Buttons dafür sind großflächig auf meiner Webseite extrachill.de verteilt. Wer direkt auf mein Girokonto spenden möchte, kann die Verbindungsdaten per E-Mail abfragen. Die Adresse lautet info@extrachill.de. Über diese Adresse könnt ihr natürlich auch Feedback loswerden oder postet Kommentare zu den einzelnen Folgen auf mein Soundcloud-Profil und oder in meine Shownotes. Ein Dankeschön an dieser Stelle an meinen Dauerhörer Roland, der mit seinen Nachrichten zwischen den ganzen Spam-Kommentaren für willkommene Abwechslung gesorgt hat. Und noch ein Nachtrag zu der kritischen 1-Stern-Bewertung im iTunes Store. Der Hörer Der Zauberberg hat mich und meine Moderationen mit 5 Sternen verteidigt. Das hatte ich ganz übersehen. Herzlichen Dank dafür. So, nun wieder Musik. Wieder 2 Neuvorstellungen als Doppelpack. Zuerst treffen wir auf ein Duo, 2 Brüder laut Selbstbeschreibung, die gemeinsam unter dem Namen Echoton starke Minimal Electronica produzieren. So auch ihre Single Sunset Orange. Und bei dem Titel könnt ihr euch sicher schon denken, wo der Track erschienen ist. Ganz klar bei Space Lunch als Teil der Choose Your Color Reihe. Echoton kommt übrigens aus Deutschland. Die beiden Jungs leben in Berlin und Leipzig. Das Projekt ATL hingegen stammt aus Mexiko. Ich entdeckte den hübschen jungen Mann mit seiner Musik beim Netlabel Phonocake. Dort kam seine Zusammenstellung Fractured Mutants heraus, auf der Musik mit Kunst verbunden wird, denn jedes Stück hat eine eigene Grafik bekommen. So auch die tolle Ambient-Nummer Transparent Tremors.
Thank you.
Erstklassige Ambient Sounds aus Mexiko. Wir hörten Transparent Tremors vom Soloprojekt ATL, runterladbar unter phonocake.org. Davor gaben die beiden Jungs von Echoton ihren Extra-Chill-Einstand mit der Farbensingle Sunset Orange. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht das letzte Lebenszeichen dieses spannenden Projekts in meiner Sendung bleiben wird. Für den Abschluss dieser Episode habe ich mir etwas ganz Besonderes aufgespart. Es kommt manchmal vor, dass mich Künstler anschreiben und ihre Musik für Extra Chill anbieten. So geschehen im Fall von Nico Walser aus der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischen, also hier aus NRW und damit ein Lokalkünstler. Nico macht unter anderem unter dem Namen Giant Skeletons Musik und er gehört zu den wenigen Produzenten, deren Sounds ich wirklich in keine einzelne Kategorie einsortieren kann. Dazu sind seine Tracks zu vielschichtig. 4 Alben hat Nico als Giant Skeletons veröffentlicht, wobei ich auf den Longplayer Guide to the Sunken Citadel von 2018 eingehen möchte, denn darauf befindet sich der heutige Episoden-Rausschmeißer, der Track The Deconstruction of Time. Und bevor ihr dieses kleine Meisterwerk genießen dürft, verabschiede ich mich fix von euch. Wir hören uns wieder zu einem weiteren entspannten sonntäglichen Adventscafé am 15. Dezember 2019. Denn dann erscheint Episode 313. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Jetzt aber das grandiose Meisterwerk The Deconstruction of Time von Giant Skeletons. Lo-Fi Acoustic Pop trifft auf opernhaften Bombast, wobei Nico alle Instrumente selbst eingespielt hat. Musik, die ihr eigenes Genre kreiert, also was ganz Besonderes. Kaufbar unter giantskeletons.bandcamp.com.